So, hello, good morning. Hallo, guten Morgen. Wir fühlen uns alle noch ein bisschen, als wäre es morgen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier in Hamburg beim CCC sein dürfen und wollen jetzt über Kryptographie reden. Wir reden jetzt über unser Projekt, das heißt CISA. Finding new crypto algorithms. I don't know how many of you have heard about CISA, the competition. Yeah, quite a few. How many of you have heard about NORX? That's good. So the thing is, NORX may or may not be the future of authenticated encryption. But anyway, CISA will select the future of authenticated encryption. And we're also here to convince you, because we hear a lot about encryption at CCC, about how important it is to protect your privacy and so on. So we hope to convince you maybe to just stop using encryption and to use authenticated encryption instead of basic encryption. So Philip will start with an introduction, the very basics, not many questions, no math, we promise, and then we'll give all the details about these two guys. Okay, so who are we? We are a team of three people. Wir sind ein Team von drei Leuten. Jean-Philippe habt ihr gerade schon kennengelernt. Ich bin Philipp. Und dann gibt es noch einen dritten, der heißt, der ist leider gerade nicht da. Das ist der Samuel. Ich bin sicher, er schaut sich den Stream zu Hause an. Ich möchte anfangen mit einem Zitat von dem Kryptografen Matthew Green. So ziemlich alle symmetrischen Verschlüsselungsmodi, die man in der Schule, in Textbüchern oder bei Wikipedia lernt, sind möglicherweise unsicher. Das ist ein Zitat aus seinem Blogpost über das Wählen von symmetrischen Encryption-Modi. Was meinte er, bedeutet dieser Zitat? Eine Frage ins Publikum. Was gibt es jedes Mal in jeder Talk, in jeder Sprache über symmetrische Krypto? Natürlich der ECB-Pinguin. Also die meisten haben bereits darüber gehört. Was ist das Problem mit diesem ECB-Modus? ECB ist ein Blockcypher-Modus, wo Du nimmst ein Blockcipher und du benutzt es, um mehrere Blocks, diese Blocks fügen sich zusammen zu einer Nachricht. Aber BCB-Mode, es macht es blockweise. Du nimmst den ersten Block, mach es durch das Blockcipher-Algorithmus, dann der nächste Block und so weiter und so fort. Also das Problem, wenn du dasselbe Block zum Blockcipher gibst, dann wirst du dasselbe Ciphertext rausbekommen. Und das Ergebnis, was du hier sehen kannst, sehr gut sehen kannst hier, du kannst immer noch sehen, dass diese Form, dieser Pinguin. Danke, Ange Albertini, für diese hübschen Bilder, diese tolle Bilder, der ist auch hier ins Publikum. Er hat nicht nur dieses schöne Bild gemacht, aber auch das nächste. Das hier, der CBC-Mode, das ist auch sehr benutzt heutzutage. Und das Problem hier mit CBC-Modus ist, dass es nimmt einen sogenannten IV, einen Initialisationsvektor. Aber das Ding hier ist, wenn du verschlüsselst deine Nachricht oder zwei Nachrichten mit demselben Initialisationsvektor, dann hast du vielleicht Probleme. Du kannst hier sehen, zum Beispiel, das linke Pinguin, ihm fehlt ein Auge und der andere fehlt der rechte Auge. Und wenn du beide verschlüsselst, bekommst du sehr tolle Ciphertexten. Aber wenn du sie zusammen extrahierst, siehst du, dass der erste, der Kopf der Pinguin, wo keine Unterschiede sind, die sind genauso verschlüsselt. Also was wichtig ist hier für CBC ist, dass dein Vektor muss randomisiert sein. Und das ist besonders wichtig, das kann nicht ein Zähler sein. Also sobald dein Vektor vorhersehbar ist, dann hast du ein Problem. Nächster Modus ist CTR-Modus oder Contra-Modus. Es benutzt ein Nonce. Das ist etwas ziemlich ähnlich zu Initialisationsvektor, aber ein Nonce muss unique sein. Nonce mit Number Used Once, eine Nummer, die man nur einmal benutzt. Du kannst nicht ein einfaches Zähler benutzen, aber wenn du dasselbe Zähler benutzt für zwei verschiedene Nachrichten, aber da bekommst du auch ein Problem, weil du zwei Ciphertexten und du hast am Ende Informationen über deinen Plaintext, wenn man das am Ende vergleicht.
Das kann man auch sehen hier mit dem Pinguin unten. Also wenn du extrahierst, am Ende siehst du die Form des Pinguins im Ergebnis. Also diese Blocksiffermodus, der war designed in die 70er Jahre und die sollten benutzt werden mit diesem ganz neuen DES-Algorithmus. Es gab einen Haufen von diesen Blocksiffermodus, ECB, CBC, CFB, OFB, CTR. Und das Ziel von diesem Blockcipher-Modus war ein bisschen anders, als was man heutzutage erwartet von Kryptographie. Also ein berühmtes Zitat von Bruce Schneier in seinem Buch in Applied Cryptography von 1996 ist, eine dritte Konsideration ist Fehlertoleranz. Manche Applikationen brauchen eine paralysierte Verschlüsselung oder auch Entschlüsselung und andere brauchen müssen so viel wie möglich Präprozess und andere wieder brauchen ein Entschlüsselungsprozess, das kann Bitfehler vertragen in dem Ciphertext Stream, also falls Bits kippen. Also eine Sache, die viele Leute nicht so auf dem Radar haben, ist ein Term, der heißt auf Deutsch Formbarkeit oder auf Englisch Malleability. Das bedeutet, wenn ein Angreifer einen Chiffretext abfängt, kann er ihn unter Umständen abändern und dadurch den Plaintext, also den Klartext, in gewisser Weise abändern. Bei ECB geht es darum, die Malleability besteht darin, dass man die Blöcke beim Wiederabspielen neu arrangieren kann. Die echten Partner, also die eigentlichen Agenten, die die Nachricht verschlüsseln und entschlüsseln, kriegen das nicht mit dabei. Bei CTR und OFB kann man bitweise Modifikationen des Blocks vornehmen und die propagieren dann in den Klartext. Bei CVC liegt das Problem darin, dass wenn man bei der Entschlüsselung den Schlüsseltext abgeändert hat, kann man auf nachvollziehbare Weise den nächsten Block verändern. Dann gibt es noch andere Probleme dabei. Das sind Chosen Boundary Attacks, das heißt auf Deutsch, man wählt sich eine Grenze und greift damit die Schiffe an. Bei ECB, CBC, CFB ist which shows how to decrypt encrypted cookies that were encrypted with Cookies, die wurden mit einem CBC Verfahren verschlüsselt. Das ist auch das Problem mit dieser partielle gewählte Plaintext Controller. So was wir wirklich haben wollen ist Authenticated Encryption, authentisierte Enkryption, Verschlüsselung. Wir haben schon gesehen vor 2 Tagen eine sehr interessante Introduction über ECC. Aber leider ich habe kein Beispiel hier von Clock. Ich werde das Beste versuchen, um euch zu erklären, was Authenticated Encryption ist. Also was ist das? Imagine, du hast einen Algorithmus, das ist eine authentisierte Verschlüsselung. Du hast als Input ein Key, ein Nonce, eine Nachricht und es benutzt die Key und den Nonce, um die Nachricht zu verschlüsseln zu einem Ciphertext und einen Authentisierungstag. Der Ciphertext schützt die Konfidentialität und die Authentication Tag schützt die Integrität und die Echtheit. Authentisierte Enkryption, Verschlüsselung, wie JP gesagt hat, wenn wir darüber sprechen, über Verschlüsselung, wir bedeutet authentisierte Enkryption. Weil wenn du geschickt hast, wenn du Data schickst über einen ungeschützten Kanal, du willst, dass die Data nicht geändert wird unterwegs. Also das ist, was authentifizierende Verschlüsselung benötigt wird, wofür es benötigt wird. Das wird in IPsec, TLS und so weiter, so wird es benutzt, dort wird es benutzt. Und
Und dann gibt es auch die zwei Varianten, Authentized Encryption mit additionalen Daten. Und da hat man eine Nachricht, aber du hast auch als Input ein additionales zusätzliches Data. Also das ist symbolisiert als diese H in dem Diagramm. Und dieses Data, das geht auch durch die Verschlüsselung ID-Ziffer. Und es gibt auch ein Ziffertext, der daraus kommt. Und der Tag nicht nur die Nachricht, aber auch die Header. Die Header wird auch geschützt vom Tag. Die Header ist aber in Klartext vermittelt. Es ist zum Beispiel wichtig, wenn du etwas, wenn ein Teil von der Nachricht geschützt werden soll, aber ein Teil soll für Browsing in Klartext bleiben werden. Es gibt verschiedene Arten, wie man da zurande gehen kann bei Verschlüsselung. Die erste Variante ist generische Verknüpfung von Verschlüsselung. Man nimmt eine symmetrische Chiffre und eine MAC, das ist ein Message Authentication Code, ein Nachrichten-Authentifizierungschiffre. Man verwendet dabei die AEAD-Konstruktion. Es gibt drei Varianten, das zu tun: Encrypt and Mac, Mac and Encrypt oder Encrypt then Mac, was am besten ist. Bei Encrypt and Mac verschlüsselt man es und macht man danach das Mac. Bei Mac then Encrypt macht man erst ein Mac auf den Klartext und verschlüsselt es danach und verschlüsselt es dann zusammen. So ist der Tag ein Teil des Chiffretexts. Das hat auch Probleme. Das dritte jedoch, das ist erst verschlüsseln, dann Mac. Dann verschlüsselt man erst den Klartext in den Chiffretext und darüber wiederum generiert man das Mac und schickt es zusammen weg. Es wurde schon sehr oft gezeigt, dass die ersten beiden Varianten schlecht sind. Bitte verwendet sie niemals, wenn ihr selber Anwendungen schreibt. Bitte verwendet immer die dritte Variante. Beispiele dafür sind AES 128 CVC plus HMAC SHA 256 oder CHA 20 und Poly 1305. Eine andere Art, wie man eine AEAD-Konstruktion aufbauen kann, sind dedizierte Methoden. Dazu nimmt man authentifizierte Blockchiffren-Modi und verschlüsselt mehrere Blocks mit einer Schockchiffre. Es gibt Blockchiffren, die man benutzen kann, um gleich eine Mac zu konstruieren, sondern man braucht keine extra Mac-Funktion dafür. Beispiele sind CCM, GCM, OCB und EX. Die ersten beiden wurden von NIST inzwischen standardisiert. EX ist die Variante, die heutzutage am meisten verwendet wird. GCM und CCM hat kleinere Probleme, das wird euch nachher Jean-Philippe erklären. OCB ist auch eine sehr schöne Variante, das zu machen, aber leider ist es patentiert, so dass es nicht vollständig frei eingesetzt werden kann, auch wenn die Patente im Moment etwas abgeschwächt wurden, sodass man es inzwischen möglicherweise in Open-Source-Software ohne Probleme einsetzen kann, solange man nicht irgendwelche militärischen Anwendungen damit plant. Die vierte Variante ist EX. Es gibt aber noch andere Varianten. Da hat man im Prinzip nur eine Primitive. Das ist üblicherweise eine Stromchiffre und eine MAC, also zum Beispiel Grain 128A. Das war einer der Finalisten der letzten NIST Challenge. Dann gibt es noch Helix und Felix und Hummingbird 1-2, aber die letzten zwei sind schon nachgewiesen worden, dass sie fehlerhaft sind. Eine neue Variante, sowas zu machen, sind Sponge-Funktionen, also Schwammfunktionen. So, but
Also using authenticated encryption modes is not without risks. So you have aber es ist nicht ohne Risiken, solche authentisierte Enkryption zu benutzen. Du musst aufpassen, was du mit deinem Schema machst, sonst kannst du in Problemen auftreten. Zum Beispiel im Fall, wo du diese generische Komposition hast, wo du kombinierst symmetrische Cypher und ein MAC. Es ist nicht so einfach, die Interaktion zwischen diesen zwei Primitiven zu bekommen, die richtig zu bekommen. Also für den MAC der Verschlüsselung, die Verschlüsselungsoption, es gab mal, es war immer und immer Probleme, um diese MAC-Optionen zu benutzen. Wenn du encrypts, dann MAC, die meisten Probleme, die man in die letzten Jahre gesehen hat, wären nicht irgendwie so gravierend gewesen. Eine andere Sache ist, die wir schon gesehen haben, CCM und GCM sind die einzigen zwei echte Standards da draußen, die es gibt. Falls diese zwei Varianten euch nicht passen für dein Produkt oder so, oft die Leute erfinden ihr eigenes Schema, ihr eigenes Cypher-Schema. Was ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Denn gibt es eine andere Sache, das ist Fehlbenutzung, deshalb wir benutzen ganz am Anfang. Wenn du zweimal dieselbe Nonce benutzt, zu verschlüsseln, um deine Daten zu verschlüsseln, dann kannst du diese Probleme haben, die wir am Anfang gesehen haben mit CTA-Mode. Und dann gibt es auch falsche Auswahl von Parametern im Fall von GCM, wo GP wird euch ein bisschen mehr darüber erzählen in ein paar Momente. Und das führt zu allen möglichen Problemen, die ich sicher davon bin, ihr schon davon gehört. Welche Probleme gibt es? Lass uns das anschauen. Ich brauche nicht darüber viel erzählen. Das Padding Oracle Attack. Das war erfunden in 2002 und es zielte den MAC-Encrypt-Code, den MAC-Encrypt-Code. Das ist das schlechteste Code, ne, von den generischen Kompositionen, besonders wenn es benutzt wurde mit CBC-Mode, weil du hast merkwürdige Detections zwischen der Cipher-Authentication-Tag und der Padding, was benutzt ist zum Auffüllen der Stellen, die Stellen im Block, die nicht derselbe Größe sind wie der Block, der am Ende rauskommen soll. Und in 2002, die Leute haben gedacht, okay, das ist eine theoretische Attacke, wir können diese nicht wirklich benutzen gegen etwas Produktives. Aber 12 Jahre später, in 2014, es wurde erfolgreich wiederholt. Und zum Beispiel die Mandatak. Und ihr habt alle über Beeston, Lucky 13 und Pudelberg, das Padding Oracle und Downgrade Legacy Encryption, wo man attackieren SSL und TLS attackieren kann. Ich denke, das haben Sie sicher auch alle schon gehört. 2007 wurde eine Attacke auf WEP bekannt, die die Verschlüsselung bei WLAN angreift. Der Angriff, der vorgestellt wurde, war ein Angriff auf den Schlüssel selbst, sodass man innerhalb von wenigen Minuten tausende mitgeschnittene Nachrichten entschlüsseln kann. An einen Austauschenden. Nach einer Weile gab es inzwischen ein Tool, das heißt AircrackNG, sodass es inzwischen sogar wirklich jeder machen kann. So, try this at home. Probieren Sie es bitte zu Hause aus, wenn Sie es interessiert. Später gab es einen weiteren Angriff. 2013 ging auch gegen RC4. Dabei wurden Biases ausgenutzt. Das sind Asymmetrien in gewisser Weise. Wir wissen, dass RC4 nicht die beste Stromchiffre ist, die es gibt im Moment. Aber in 2013 wurde es dann wirklich gezeigt, dass man diese Biases ausnutzen kann, um es dann den Strom wirklich zumindest teilweise zu entschlüsseln. So, and another attack on RC4. Einen anderen Angriff auf RC4 gab es dieses Jahr nochmal. Kenny Patterson von der Universität London hat getwittert,
Leute sollten wirklich aufhören, RC4 zu benutzen. Wir haben gerade ein anderes RC4-abhängiges System gebrochen, es heißt Hive. Hive ist ein Hidden Volume Encryption System. Aber das Problem war, die haben für ihre Pseudorandom Nummergenerator die RC4 Stream Ziffer, und das hat die Leute ermöglicht, rund um Kenny Patterson um eine Attacke zu bauen um diese Hive-System. Also, aber ist doch egal, Security, wir sind schnell. Das ist von Apple Keynote, wo sie zeigen, Swift ist das Beste und schnellste, die schnellste Sprache, wenn du mit RC4-Encryption Verschlüsselung benutzt. Also, und jetzt? Wir wollen sehen ein paar Sachen, was die Krypto-Community-Gemeinde sich ausgedacht hat, um diese Probleme aus der Welt zu schaffen, die wir vorher besprochen haben. Okay. Also bessere Ziffer, Leute sollen was darüber tun, das haben wir tun, das ist CISA. Competition für authentisierte Verschlüsselung, Sicherheit, Applikabilität und robust. Der Konzept ist sehr einfach. Sie sind eine Organisation, wollt eine neue Cipher finden, eine neue Hash-Funktion, eine neue Blockziffer, Cipher. Nicht viel Zeit, der Krypto-Experte ist in Eile. Also du fragst Leute in der ganzen Welt, ihr seid die Experten. Ihr wollt für uns gratis arbeiten. Ihr wollt ihr eigene Cipher, ihr wollt es zu uns schicken. Und wir sind die Industry. Also People von Universität, People von People machen ein neues Cipher, neue Spezifikation. 100 Seiten Dokumente, die machen es gratis für die Organisatoren von diesen Kompetitionen. Und jetzt versuchen alle die Design der anderen Kandidaten zu knacken. Also du hast ein Ziffer gegeben und wie ein Demolition Derby willst du die Ziffer der anderen kaputt machen. Vor der Ende, die Organisatoren machen eine Selektion, wir haben 50 Kandidaten und wir haben es runter zu 30 und dann runter zu weniger. Und das ist die Idee. Das ist die Teilnehmer wurden selektiert. Es war total transparent. Jeder könnte teilnehmen. Sicherheitsexperten. Und es ist viel besser als irgendwelche undurchsichtbare Sachen, wie andere Länder machen. Die andere Sache mit CISA. Typischerweise das Ziel ist, alte Standards zu ersetzen. Und CISA ist darüber ersetzen, besser machen wie ASGCM. Das ist das aktuelle de facto Standard. Das ist die einzige Authentisierungs-Encryption, die wir haben. ASGCM, Galois Counter Mode, ist ein Modus, wo du im Grunde AES Counter Cross und du machst polynomial Multiplikation über ein und du füllst einen Authentisierungstag, der von allen Blocken im Klartext abhängt. Einige Details von CISA möchte ich gerne vorstellen. Also im März 2014, beziehungsweise noch im Jahr davor, haben die Leute angefangen und die ersten Einsendungen wurden jetzt veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass es so Ende 2017 der Wettbewerb abgeschlossen wird und so it's initiated by Daniel Bernstein. Es wurde initiiert von Daniel J. Bernstein mit einem Komitee von 22 anderen Krypto-Experten. Es ist gesponsert von NIST, aber wird nicht von denen organisiert oder kontrolliert, was ein wichtiger Punkt sein kann. Also es hängt nicht von der US-Regierung ab. Alright, so. ASGCM, so like I said, is used everywhere. It's the ISGCM ist im Prinzip überall. Also, sie haben es. One of the ciphers specified in this special publication. Eine dieser Chiffren, die in dem Standard spezifiziert sind.
Also im Prinzip in allen, die da gelistet sind, NSA, SUDP, NIST und so weiter. Also wo ist das, was ist das Problem mit ISGCM? Eine Sache, es ist unnötig komplex. Es tut Punkt-Multiplikation und du kannst dasselbe machen, dieselbe Funktionalität, ohne diese relativ komplexe Mathematik zu benutzen. Auch, es ist schnell, wenn du native Befehle hast, Intel oder so ein Chip, der AES unterstützt, das kann viel schneller gehen. Aber die, wenn du diese Chip nicht hast, diese Hardware-Accelerator, und dann ist es viel, viel langsamer. Eine andere Sache ist Performance. Ein anderes Problem ist Timing. Das Problem ist, es gibt Zeitattacken, wenn man nicht aufpasst. Wenn man keinen Nonce verwendet, ist es möglich, große Rainbow-Tabellen aufzustellen, und kann dann den Schlüssel einfach nachsehen. Und das führt dann letztlich auch zu Zeitlecks, also das heißt, dass man eine Zeitattacke fahren kann aufgrund der Laufzeit der Verschlüsselung. So what happens in AES-CGM is that in AES-CGM kann man den, den Schlüssel wirklich zurückgewinnen, wenn man nicht aufpasst. Wenn man den Schlüssel gefunden hat, kann man im Prinzip alles kompromittieren, was mit dieser Verschlüsselung gemacht wurde. Also was ist jetzt bei AES wirklich kaputt? Also Leute sagen immer, dass die NSA AES kompromittieren würde. Soweit wie ich es verstehe, also ich habe natürlich keine Inside-Infos, aber so wie ich es verstehe, das war einfach ein Undergrad-Projekt, also statistical techniques über sehr alte statistische Techniken. Es ist kein Milliarden-Dollar-Projekt, um das AES wirklich zu kompromittieren. It's part of the job, and I expect them as well to try to break SHA-3. Ich denke, dass nicht nur wir, sondern auch viele andere wissenschaftliche Forscher sich damit beschäftigen und wir alle versuchen, es zu brechen. Wenn wir was finden würden, wären wir schon informiert. Also im Prinzip zeigen wir nur, dass AES immer noch sicher ist. Wir gehen auch davon aus, dass es auch in der Zukunft nicht kompromittiert werden kann, aber das ist nur eine persönliche Meinung. Es gab 57 Kandidaten, eigentlich 64 für 63, aber viel mehr als bei AES, wo es waren nur 15, zum Beispiel ECON, AGIS, AES-CMC, AES-COBRA, AES-COPA, wie man auf die Slide sehen kann. Und so weiter und so fort. Hat jemand dieses Wort AES gehört in mehrere Kandidaten? Das heißt, die basieren ihre Projekte auf diese Ziffer. With the cipher AES. Ja. In manchen Fällen, es macht eine Modifikation zu AES, aber AES basiert. Die Motivation hier ist, die Geschwindigkeit von der AES sich zunutze zu machen. Es gibt ungefähr 25 Kandidaten, die AES oder Varianten von AES nutzen. Also die anderen sind Mambo, Julius, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie sie, worauf sie basieren, aber vielleicht ein neuer Block-Cypher von Scratch oder Strom-Cypher oder etwas basiert auf einer Sponge-Funktion, was wir vorher erwähnt haben. Sponge-Funktion sehen wir in den nächsten Slides. Also, wie sicher sind die? Manche Leute haben schon versucht, die zu knacken. Wir haben 13, die sind kompromittiert worden und 5 für die
Es wurde Unperfektion gefunden. Also es heißt, es gibt also für die andere ist keine wesentliche Fehler gefunden worden. Die sind noch nicht geknackt worden. Ich will euch überzeugen, dass ich will nicht euch überzeugen, dass es sicher ist. Also bevor wir uns Nox anschauen, es gibt eine Hash-Funktion called genannt Blake. Und jedes Mal, wo ich über Blake präsentiert gesprochen habe, die Leute hatten nur eine einfache Frage. Es war, warum hast du es Blake genannt? Aber hier gibt es eine Erklärung hinter dem Namen Nox. Es kommt vom Not ARX. Also was ist ARX? Es ist Addition. RXOR, also es ist eine Art von Kryptographie-Algorithmus mit exklusiv oder eine Rotation von oder und exklusiv oder um etwas zu machen, was nicht knackbar ist. Es ist universell. Du kannst jede Funktionalität in die computable Berechenbarkeit, genau. Warum haben wir uns entschieden, nicht RX zu sein? Warum haben wir das weggemacht? Wir benutzen exklusive OR und logische UND und logische OR. Der Grund ist, dass es nicht in sich mehr sicher ist, es ist nur einfacher zu analysieren. Es ist einfacher, mathematische Ergebnisse zum Beispiel Grenzen an der Sicherheit der Ziffer zu finden. Es ist auch viel einfacher, wenn man 8 oder 16-Bit-Register, brauchst du dich über die Karies nicht kümmern. Es ist einfacher für die Hardware. Du brauchst nicht die richtige Adresse. Ja. Was sind die Designziele? Wie jeder Ingenieurprojekt, wir denken erstmal darüber, was soll es machen, was sind die Ziele. Also wir wollen unsere Ziffer to be sicher, offensichtlich, das ist das wichtigste Kriterium, um schnell zu sein für den Output. Wir didn't optimieren, wir haben nicht für ein bestimmtes Chip oder für ein bestimmtes PGA optimiert. Wir wollen konstant gut sein für alle Plattformen. Wir wollen, dass Nox universell eingebaut wird. Eingesetzt werden kann. Leute sind manchmal ein bisschen beeindruckt, wenn es komplex ist. Wir wollten das simpel machen, so einfach wie möglich. Die Spezifikation oder Code und wollen, dass Leute, die nicht Experte sind in Kryptographie, die keine Doktorarbeit haben, dass sie den Speck haben und implementieren, vielleicht in einem Nachmittag. Einfachheit bedeutet auch Symmetrie, in dem Sinne, dass es, wenn man Nox Encryption sieht und die Decryption, das ist ungefähr dieselbe Funktion. Es gibt nur ein kleine Tweaks, aber du musst nicht etwas vollkommen anders implementieren, wenn du verschlüsseln und entschlüsseln willst. Man muss es genau einmal anwenden, also es ist nicht so, dass man verschiedene Methoden braucht für die Verschlüsselung und Entschlüsselung. Wir uns wichtig, dass man eine große Wendigkeit des Schlüssels hat. Also man will keinen extra Key-Schlüssel haben, sondern wir geben ihn einfach in den Code als Input rein. Wir versuchen natürlich auf dem Level des Algorithmus zu verhindern, dass eine Side-Channel-Attacke wahrscheinlich ist. Also Nox hat ein paar Parameter, es handelt sich eigentlich um eine ganze Chiffrenfamilie in dem Fall. Und je nachdem, was die Anwendung braucht, könnt ihr die Parameter wählen, sodass sie das tut, was ihr wollt. Das erste Parameter ist die Größe des Wort, 32 aus 36 Wortgröße. Du musst 2-Bit-Rotation machen, offensichtlich. Du kannst je nach CPU 64 oder 32. Wie in viele Ciphers kannst du die Anzahl der Zyklen und die Anzahl der Rounds machen. Der Parallelismus, also wie viel Kurse hast du verfügbar für uns. Du musst die Tatsache nutzen, dass deine CPU Parallelität kann machen. Die Größe von Tag für Caesar, wir haben nur 5 Angebote. Wir haben Nox mit 6 Rounds oder 2 Rounds. Wir haben
Es ist komplett serial, wenn es natürlich Parallelität 1. Warum 4 Rounds und 6 Rounds? Keine einfache Antwort, aber wir haben versuchen, Nox kaputt zu machen. Wir haben, es ist einfach ein Trade-off zwischen Sicherheit und Effizienz. So we have also wir haben eine Version mit 120-Bit Schlüssel und 64-Key. Der Modus ist im Wesentlichen, was wir nennen, ein Domain-Extender, eine Kombination von der Core-Funktionalität, um Input von verschiedenen Größen zu Prozess zu bearbeiten. Wir haben diese Funktion, die nimmt etwas von einer festen Größe, wir kombinieren es in eine Art, dass wir eine Nachricht von einer beliebigen Größe verarbeiten können. Die Sponge-Funktion, spezifisch, was wir nennen der Monkey-Duplex, die Idee ist, dass wir eine Hash-Funktion Mode nehmen und wir verändern sie ein bisschen, sodass du eine authentisierte Ziffer von dieser Hash-Funktion-Modus rausmachen kannst. Es ist ziemlich einfach. Du hast diese Funktion, es nimmt ein Input, es transformiert es in einen sehr komplizierten Weg und es bringt etwas von derselben Größe. Und diese Permutation kannst du invertieren. Du willst normalerweise Dinge nicht invertieren in Krypto, aber das ist in dem Fall, was wir brauchen. Also du siehst einen Haufen von Exclusive oder wir injizieren der Nachricht, wir injizieren die Parameter. Die Nachrichtinjektion ist sehr einfach. Du Exclusive oder die Nachricht und dann du änderst den State. Wir haben der Header zum Beispiel, etwas, was nicht verschlüsselt wird. Wir injizieren es zum Status, das ändert den Status und dann hat es ein anderer Status. Worum es geht hier, das Status so ändern, dass du etwas bekommst, das ist sicher nach einer gewählten Definition von Sicherheit. Die Details kannst du einfach in Papier nachlesen. In dem Parallelmodus wiederum, das ist ungefähr dasselbe. Also du exklusiv oder die Nachricht, du kriegst einen Ciphertext als Output, aber der Unterschied, du hast zwei parallele Branches, die vollkommen unabhängig voneinander sind. Wenn du kannst an einen Branch on R-Score und einen anderen Second Call, wenn du Parallelität hast, wenn du 16 Core hast, kannst du 16 parallele Branchen machen und die Effizienz optimieren. Nox ist wirklich über ein State ändern mit Permutationen. Der State ist einfach ein String von Bits. Der String von Bits ist 16 Wörter und 32 bis 64 Bits. Und das ist natürlich eine Metrik von 4 mal 4. Ich erinnere euch daran, diese ganze Verfahren. Wir haben zwei verschiedene Wörter. Da, wo wir die blau, wir die Nachricht injizieren, das sind die Rate Words. Und in grün die Kapazitätswörter, die lassen wir einfach so, die fassen wir nicht schon. Du kannst kontrollieren die blauen Wörter zu einem gewissen Grad, indem du die auswählst, aber die Sicherheit kommt davon, dass die Grüne sich nicht ändern. Wir vereinfachen Sachen. Je mehr Grüne, desto je mehr sicher in Theorie wird ein Algorithmus sein. Also wir haben diese Unterscheidung von Wörtern nicht gemacht. Das ist einfach eine, die ist in die Literatur zu finden. Der State ist 12 Bits or 1K. Das ist adaptiert, entsprechend. Also Philipp wird euch erklären, wie wir diese State verändern. Okay. So, we okay. Already met this guy. Also dieses and, Ding haben wir schon gesehen. Was ihr noch nicht gesehen habt, ist, also JP hat schon erwähnt, es gibt verschiedene Phasen, in denen die Chiffre arbeitet. Wir schauen uns jetzt mal die erste an. Die erste ist natürlich Initialisierung. Das ist dieses rote Viereck. Lass uns mal genauer reinschauen, wie es funktioniert. Zu einem gewissen Zeitpunkt muss man natürlich irgendwann mal den geheimen Schlüssel verwenden. Was genau passiert ist, man nimmt diese 4x4 Matrix und man lädt den Schlüssel in diesen gelben Teil. Die Nonce, das ist diese Zahl, die man nur einmal verwenden darf, die steckt man in den grünen Teil.
Und der Rest, also der blaue Teil, das sind einfach nur Konstanten. Nichts weiter. Was man danach macht, wenn man das alles geladen hat, ist, man muss jetzt die Parameter irgendwie integrieren in diesen Zustand. Man will, es ist ja so, dass Norx einfach eine ganze Familie von Chiffren ist und wir wollen sicherstellen, dass jede Instanz dieser Familie einen einzigartigen Schlüsselstring produziert. Dazu verwenden wir die gleiche im ersten Zustand. Wenn wir den dann hinterher transformieren, dann ist sichergestellt, dass der Schlüsselstrom, der danach entsteht, eindeutig ist. Der letzte Schritt in der Initialisierung ist, wir wenden die Rundenpermutation f hoch r auf s an. Dadurch erhält man dann einen neuen Status S, der also wieder S heißt. Das ist die erste Variante. Ihr seht schon, die Parameterintegration ist etwas unordentlich und wir haben uns gedacht, wir machen es einfach viel leichter und haben jetzt die Parameter anders eingebaut. Ihr müsst euch einfach nur die untere Zeile der Matrix angucken. Also es ist im Prinzip genau dasselbe, aber es ist, wir verwenden die Parameter einfach nur ein bisschen anders. Das ist deutlich einfacher. Der letzte Schritt ist immer noch derselbe, also wir wenden die Rundenpermutation an. Das ist schon alles. Die Initialisierung ist damit schon fertig. Der nächste Teil ist Header- und Trailer-Daten einbauen. Wenn man normalerweise Krypto-Verfahren unterstützen additionelle Data. Du machst einfach die additionelle Data, bevor du das Plaintext entzifferst. Aber manchmal ist es nützlich, einen Trailer zu haben, die du irgendwie prozessieren kann nach deinem Plaintext. Und Notch hat diese zwei Phasen. Erstmal den Header und dann der Trailer in diese rote Quadrate. Im Grunde, es ist genau ein identisches Verfahren, except für eine kleine Konstante, diese Domain-Separation-Konstante. Die Domain-Separation-Konstante hier, 0104 in X, sagt einfach, okay, ich produziere jetzt, ich absorbe Header-Data, das ist 01, oder ich absorbiere Trailer-Data, das wäre 0.4. 0.4. Also, du hast, nach du diese Domain-Separation-Konstante absorbiert hast, dann machst du die Rundpermutation, das ist der mittlere Teil, und dann am Ende, du nimmst der Header oder Trailer-Blocke, das ist hier dieser gelbe Teil, und XOR it an der blaue Part. Und was du kriegst, ist dieser orange Teil. Und hier, du siehst schon, diese importante Sache ist, dass dieser grüne Teil ist nicht angefasst von dem Datenprozess, Datenverarbeitung. Und das ist es für den Header und Trailer. How to encrypt payload is, wie verschlüsselt man dann den eigentlichen Payload? Das sieht man jetzt hier in dem roten Viereck in der Mitte. Im Prinzip ist es ganz ähnlich dazu, wie man den Header und Trailer einbaut. Wir haben diesmal als Trennungskonstante 2. Dann muss man nur wieder die Rundenpermutation anwenden. Man absorbiert die Daten. Die Nachricht ist diesmal gelb. Und was man jetzt aber noch machen muss, ist, man extrahiert den roten Teil als neuen Chiffertextblock. Der letzte Schritt ist in unserer Datenverarbeitung ist das Tag generieren, das ist die letzte Phase. Wir integrieren wieder eine Domain-Separation. Trennungskonstante, das ist hier 8. Dann wendet man die Rundenpermutation zweimal an und man extrahiert wieder den roten Teil und das ist diesmal das Tag. Hier setzen wir die ersten vier Wörter als Tag. So, jetzt habt ihr ungefähr ein Gefühl dafür, wie es funktioniert. Und was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, wie funktioniert diese Permutation f hoch r? Im Prinzip transformiert es den Zustand in verschiedene Schritte. Erst in einen Spaltenschritt, da wendet man immer eine Funktion g auf die Spalten an und dann verwendet man dieselbe Funktion g
um das auf die Diagonalen anzuwenden. Die G-Funktion ist der eigentliche Kern unseres Algorithmus. Und wie wir schon gesagt haben, es ist eine Nicht-Arcs-Konstruktion. Also man benutzt nur bitweise logische Operationen. Und man sieht hier die 8 Schritte, die dafür nötig sind, bei einer Anwendung von G. Man sieht, H ist der nichtlineare Teil. Das ROTR, es ist eine Rotation und nach rechts. Man sieht das hier am Ende der Folie. Man rotiert das Wort einfach um einen konstanten Teil nach rechts. Und man wendet den jetzt immer wieder abwechselnd an. Eine nonlineare Funktion, eine Rotation. Und wir verwenden hier 4 verschiedene Rotationsoffsets. Offsets, das sind die roten. Je nachdem, wie groß die Wortgröße ist des CPUs, aus dem das läuft, hat man andere Konstanten. Also 8, 11, 16, 31 für den 32-Bit-Wörter-Computer und 8, 19, 40, 63 für den 64-Bit-Computer. Okay, das ist alles Integer-Operationen, von denen wir hier reden. Wir haben auch erwähnt, die Proprietät von diesen Permutationen, die wurden inspiriert von Blake II und der Cha-Cha-Stream-Cipher. Wie ich schon gesagt habe, die H-Funktion ersetzt die Integer-Addition. Also es ist fast eine Integer-Addition. Die Lustige da drin ist, wenn wir diese Permutationen entworfen haben, diese Kompermutationen, wir sind weitergegangen und wir wollten Integer-Addition ersetzen, aber wir wussten nicht, was wir benutzen können. Also wir haben viele bitweise logische Operationen probiert, die Eigenheiten. Wir konnten nichts finden, was richtig gut war für unsere Ziele, bis wir, ich glaube, Samuel hat diese H-Funktion, die ist eine Approximation von Integer-Addition. Was hat er gemacht? Er fand in einem alten Buch von Knut diese Equation für Integer-Addition. Und es ist x oder y plus, also Integer-Addition, plus dieser Teil hier. Diese non-lineare Part, was wir gemacht haben in dieser H-Funktion, ist diese Plus ersetzt durch einen Exklusiv oder und jetzt haben wir sehr schöne kryptografische Beschaffenheit und so haben wir es weiter benutzt. Die schöne Sache ist, was ich schon gesagt habe, es ist nur bitweise Operationen. Du brauchst dich nicht über Carry kümmern, du musst nicht Tabellen, Lookup-Tabellen, Boxes schauen. Es ist einfacher, um Konstantzeitoperationen. Es ist sehr gut für die Hardware, es ist softwarefreundlich, because of diese Layout von der F-Funktion. Erinnert euch, ihr habt 4 parallele Applikationen auf G zu der Reihe und dann H, das ist sehr gut für die Software. So, die große Frage natürlich ist, ist Nox sicher? Und hier die größte Bedrohung ist eine Technik, differenzielle Kryptoanalyse. Ich werde nicht in die Details gehen, aber es ist im Grunde das erste Typ von Attack. Jede kryptografische Primitive has to widerstehen. Wir haben viele Experimente gemacht von Nox und wir haben herausgefunden, dass für ein Round, es gibt Charakteristika, die man irgendwie, es ist eine Analogie für diese Biases. Erinnert diese 4 Bilder, wo wir diese Spitzen hatten und eine Charakteristik ist im Grunde eine dieser Spitze. Und in einem Round nur, dieses Spike verschwindet mit einer Wahrscheinlichkeit größer dann 2 hoch 584. Es gibt keine Anwendungen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, es zu brechen als diese. Und dann haben wir noch andere Charakteristiken gefunden, die noch viel unwahrscheinlicher sind, also bei 64-Bit-Rechnern 2 hoch minus
836 ist es eigentlich unmöglich, dass man das anwenden kann. Was ich auch erwähnen will, ist, um das eine Attacke am Node zu finden, du musst irgendwie durch die Initialisation durchgehen. Und diese Initialisation hat hier mindestens 8 Rounds. Und wir haben gesehen, dass für 4 Rounds die Wahrscheinlichkeit, diese Bias, es ist so, so niedrig. Also wir sind sehr sicher, dass es sehr hart zu finden, gute Differential zu finden in diese Initialisation. Und auch neue Ergebnisse, wo wir herausgefunden haben, die Parameter, die wir wählen, sind sehr konservativ. Wir könnten sogar Kapazität austauschen, um ein bisschen bessere Geschwindigkeit zu haben. Das ist auch in dieser Security-Marge von Nox. So there's then 10 minutes left. So before counting, wir haben nur noch 10 Minuten. Very boring. I see my daughter is asleep. Es ist ziemlich langweilig. Ich habe festgestellt, meine Tochter ist gerade schon eingeschlafen. Amazing. All right, so very quickly, okay, nur noch ganz kurz. Also Geschwindigkeit. Auf einem 86-Bit-Rechner, AMD 64. Maybe bytes per second. Wir haben 593 Megabytes pro Sekunde verschlüsselt. Auf einem Haswell sogar 1390. Wir haben dabei immer AVX oder AVX2 Erweiterungen verwendet. Funktioniert wunderbar mit Nox. Easy to read code. Es ist wirklich sehr einfacher, portabler Code. Und wenn man diese AVX2 nicht verwendet, ist es immer noch sehr, sehr schnell. Wenn man AES verwendet, ist das ganz was anderes. Jetzt auf einem ARM, wir haben hier einen ARM A8, der hat 111 Megabit pro Sekunde geschafft. Der hat die Neon-Erweiterungen der ISA benutzt. Wenn man es auf einem iPad Air laufen lässt, das ist nur die A7. Der schnellste Code ist nicht der Neon-Code, es ist der Referenzcode, weil er hat 4 Integer drin und das macht der Code ein bisschen schneller als der Neon-Code. So, wie vergleiche Nox zu die andere CISA? Zum Beispiel, jede Spalte hier ist eine Maschine, eine verschiedene CPU und die Farben sind Nox-Instanzen. In vielen Fällen ist Nox ganz oben. Oder es kann auch in der Mitte sein. Das sind die Maschinen, die AES native Instruktionen haben und manche sind viel schneller. Aber Nox ist nicht nur sehr schnell, ja, kompariert zu AES Instruktionen. Es ist auch die schnellste Sponge-basierte Schema in den meisten Fällen. Und Referenzcode ist genauso schnell wie der optimierte. Wenn man vergleicht mit SEM-GCM, der Referenzcode und der optimierte Code und im Fall von Nox, in manchen Fällen unser Referenzcode ist sogar schneller als die optimierte ES-GCM-Code. Das ist die Open-Source-Version. Eine selbe Sache auf der ARM-Plattform mit anderen Ergebnissen. Also für AES muss man die richtige Assembly-Hardware-Acceleratoren benutzen in Nox. Du kannst die portable Code und du kannst eine sehr große Schnelligkeit erreichen. Wir haben nicht nur eine Simulation und Software, aber wir haben eigentlich einen Chip, das wurde von ETH gemacht. Vielen Dank hier an den Studenten und Profs. Es wurde gemacht an UMC Chip und Nox. Es geht 125 MHz. Die Bereich ist 60K. Was ist gut? Und mit diesen Figures, es kriegt eine Rate von 10 Gigabit pro Sekunde. Das ist für sehr, sehr gut. Es ist Zeit, diesen Talk zu beenden. Also erstmal, durch diesen Talk wollen Sie sich vielleicht erinnern, dass CISA ist eine neue Krypto-Kompetition. Das startet dieses Jahr. Das endet in 2017. Es ist über authentisierte Enkryption, authentisierte Ziffer. Und es gibt 57
Teilnehmer in ein paar Wochen. Sie werden veröffentlichen, die zweite Reihe. Ich weiß nicht, wie viele selektiert werden, aber es wird interessant sein. Geht zu unserer Webseite hier auf die Folie. Und es gibt eine andere Kompetition über Passwort-Hashing. Hier ist der Link dazu. Und zu Ende die Nox. Es ist ein Kandidat in die CISA-Kompetition, die wir vorher erwähnt haben. Der interessanteste ist, dass es ist innovativ, es benutzt Orks in eine andere Art. Es ist parallelisierbar. Wir versuchen, die Seitenkanalangriffe zu minimieren. Wir haben keine Abhängigkeit von IS-Instruktionen und Beschleunigern und wir benutzen es einfach gar nicht. Es ist ziemlich einfach zu implementieren, sehr schnell, sowohl in Software und in Hardware. Wir haben zwischendurch gedacht, wir machen das jetzt in Python, das gibt es inzwischen auch. Wir haben eine eigene Webseite, norx.io. Wir haben Code schon fertig in C, C++, Go, Python, Rust. Also wenn ihr es benutzen wollt, wir empfehlen es noch nicht, aber wenn ihr es benutzen wollt, wir haben es schon mal hochgestellt. Wir haben es unter einer sehr freien Lizenz abgelegt. Wenn ihr was machen wollt, macht es einfach. Jetzt noch eine letzte Sache. Vielleicht könnten wir euch ja überzeugen, dass Norx eine großartige Sache ist, aber bitte benutzt es noch nicht in Produktion. Es braucht einfach noch eine Weile, um sicher zu sein, dass es wirklich funktioniert. Es kann wirklich passieren, dass es uns nächste Woche gebrochen wird. Bitte wartet einfach noch ab. Wir haben Vertrauen in Nox, aber wir bitten euch, nicht in Produktion zu benutzen. Zumindest für jetzt. Vielen Dank. Hab Spaß beim Tanzen. Okay, so... Okay. Also, vielen Dank nochmal für unsere zwei Sprecher. Wir haben vielleicht 5 Minuten übrig für Fragen. Falls du eine Frage hast, einfach hinter den Mikrofonen stellen, aber bitte sei präzise und kurz, fass dich kurz. Okay, ich habe dieser Unterschied ADX, ADX2. Falls ruhig sein beim Verlassen des Raumes, damit wir die Möglichkeit Frage-Antwort-Session haben können. Okay, ABX gegen ABX2 Implementation. Der andere Tag hatte ich ein Problem, dasselbe Problem, dass der Integer Addition ist dumm. Aber ich will darüber nicht so viel reden, aber ich habe realisiert, der X1 hat Exclusive Order Not und alles, was ich brauche. Und ich habe mich gefragt, warum habt ihr das nicht? ADX2 ist wie ADX1. Wenn du nur XOR und Not brauchst, ein OR und Order. Wir wussten, dass AVX irgendwann rauskommt. Und wenn Norx gewählt wird, dann wird sowieso so weit kommen, dass die CPUs dafür Unterstützung anbieten. Deswegen haben wir gar nicht erst versucht, auf AVX2 zu optimieren. Ich werde es euch senden. Das ist ein Header-File. Du benutzt es einmal. Okay, danke. Danke, das ist wirklich cool. Okay, eine kurze Frage von RFC. No question. No, keine Frage. Yeah, it's on. Okay, this is on. We'll be happy to take questions offline. Wir können auch Fragen beantworten nach der Session. Auch E-Mail schicken, Twitter. Okay. Yeah, the microphone is working. Just okay. Der Mic funktioniert. Just put it a little bit closer to your mouth, please. Die erste Frage aus dem Internet. Wie viele Wissenschaftler außerhalb eures Teams haben euren Code schon angesehen auf Verwundbarkeit? Nein, wir sind die Einzigen, die etwas veröffentlicht haben. Wir sind die Einzigen, die nicht gefunden haben. Aber es gibt eine Arbeit, die wir zusammen gemacht haben mit Leuten vom Leuden.
Und wo wir im Grunde zeigen, was ist, was ich vorher gesagt habe, die Parameter, wenn die gut gewählt, dann kriegt man eine gute Speedup, wenn man einen Trade-off zwischen Kapazität und Geschwindigkeit macht. Und das wurde gemacht mit Leuten von Leuten. Wir haben Security Proofs in dieser Paper gemacht. Ich meine, diese gezielte Kryptanalyse wurde noch nicht gemacht, aber vielleicht in den nächsten Wochen wird etwas dazu gemacht. Also die Ergebnisse, die wir gezeigt haben bis jetzt, das sind unsere eigenen. Ja, das ist es. Meine Frage ist, war der Failure Mode von Norx, wenn man da KeyNIV wiederverwendet, wenn man denselben Klartext und denselben Initialisationsvektor verwendet. Na, wenn du denselben Vektor benutzt, dann kriegst du den Key nicht zurück, den Schlüssel nicht zurück, aber wenn du zwei verschiedene Nachrichten mit derselben Präfix, dann wirst du herausfinden, dass du dasselbe Präfix hast. Es ist ein großes Sicherheitsproblem. Es kompromittiert das Cypher, das versuchen wir zu minimieren, aber was du kriegst im Grunde ist, du kannst exklusiv oder der Ciphertext-Block und du kriegst dann der XTOR vom Plaintext-Block. Das ist, was passiert, wenn du benutzt normal Schlüssel und Vektoren für denselbe Nachricht. Ja. Ist es dasselbe bei den Countermodes? Ja. Für Konfidentialität. Und wie ist das dann besser als CGM? Yeah. Ich denke, wir diskutieren die Details offline. Okay, also wir sind nur eine Minute über Zeit. Wir müssen jetzt aufhören mit Fragen und Antworten hier. Diese zwei werden hier bleiben. Ihr könnt eure weitere Fragen einfach vorne stellen. Vielen Dank für dabei sein. Bitte nehmt